Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren kampffokussierten Folge Elex 2. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klicke einmal siegessicher auf den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und du wirst immer up to date sein. Ja, in der letzten Folge ging es schon ziemlich rund hier. Wir haben Dex in eine Maschine verfrachtet bei den Skyans im Hauptformer. Und er versucht jetzt da ein bisschen Informationen für uns rauszulocken, Cassandra zu schädigen, whatever. Ist sozusagen unser kleiner Spion, unser kleiner Sohn, wie auch Spion. Ob es so gut war, die Entscheidung ihn da reinzusetzen, ich glaube es immer noch nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Falle war von Cassandra. Aber das werden wir sehen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier weiter uns hier durchboxen. In der letzten Folge sind wir ja schon losgedüst. Einmal mit Tialk, Fox, Kaya und ein paar Nebendarstellern. Und jetzt gehen wir am besten. Wir haben hier einmal Falk in Position und Bully. Und da hätten wir dann hier einmal Crony, Nyra, Nasty. Das würde ich wahrscheinlich am Schluss machen. Wir gehen jetzt erstmal zu Falk und Bully und räumen mit dem ein bisschen auf. Die warten bestimmt schon sehnsüchtig auf mich. Die wollen Action. Vor allem Bully will Action. Na, wo sind sie denn? Halt, hier. Da sind sie ja. So, Bully, wie schaut's aus? Kommst du auch noch mal vorbei, oder was? Wann geht's denn jetzt los? Ich sag ja, der ist ungeduldig. Schnell gelangweilt, der Typ. Vorrücken! Vorrücken. Wird auch langsam Zeit. Warte mal. Falk? Ja, okay. Okay, let's go. Die dreisten drei unterwegs hier im Ödland. Hakuna Matata, Mr. Hetzel. Ach, warte mal, ich brauche ja nur den Boss. Wo ist der Boss? Ist das der Kurator? Ich glaube schon, ha? Huh? Warte mal. Das ist nicht. Wo ist denn der Principal-Typ da? Hetzer? Hier. Das wird unser Fight hier gegen ihn. Mach ihn weg! Sobald der am Boden liegt, ist die Moral auch im Arsch. Dann geht das hier alles ein bisschen zügiger. Attakuyu! Jawohl. Ein so, Kinderspiel jetzt, Leute. Wer ist der Nächste? Ein Kinderspiel. Müsstet ihr eigentlich auch alleine hinkriegen? Was willst du denn jetzt? Kommst du ganz unangemeldet? So. Kriegen die alleine hin, wir looten. Ich meine, die sollen ja auch was haben davon, ne? Die waren jetzt das ganze Spiel über, ja, passiv. Meistens nur rumstehend in der Bastion, da können sie sich jetzt auch mal ein bisschen bewegen. Und zeigen, was sie so drauf haben. Okay, das hier ist ein bisschen unfair. Da würde ich mich tatsächlich nochmal ein bisschen einmischen. 2 gegen 1. Ist unfair. Meine lieben Skyans. So, jetzt. Hinten geht's ab, da geht's ab. Checken mal die Lage. Der Hetzer ist halb durch. Schau mal, was Falk hier so macht. Ah, schön, Falk hat gewonnen. Sehr gut. Und Bully ist auch durch. Halleluja, Amen. That's what I like.
So, das war dann im Grunde jetzt der zweite Angriff. Wir haben aber allerdings, glaube ich, 5 Gebiete, oder? Wo wir einmarschieren müssen. Jetzt quatschen wir erstmal mit dem Bulli. Hey, du! Was denn? Das war's schon? Egal, ich halte hier die Stellung. Sieh zu, dass du den Hauptfarmer erledigst, klar? Alles klar. Falk, wie war's für dich? Tja, das war eine wertvolle Erfahrung. Zeit, um die Umgebung zu sondieren. Bin schon gespannt, wie du dich im Hauptfarmer schlagen wirst. Viel Erfolg! Könntet ihr eigentlich auch alle mitkommen? Stellt euch doch nicht so an. Okay. Dann. Okay, hier muss ich eh hinlatschen. Da muss ich hinlatschen. Beziehungsweise hinfliegen. Oh, bin ich noch auf der richtigen Bahn? Ja, okay. Oh, was ist das da? Hui! Wow. Nichts. Jetzt nichts zu holen. Warte mal. Ah ne, das sind sie, oder? Ja, okay. Das sind schon die richtigen. Und meines Erachtens... Oh ja, der allerstärkste Trupp. Wir haben hier einmal Vadek. Mit einer glänzenden Rüstung. Hallo, Papi. Wir haben Nasty. Crony, der beste Scharfschütze der Welt. Und meine Lady. Solange die Situation in Marakor nicht gelöst... Ja, ich hab schon verstanden. Du wiederholst dich langsam. Okay. Die Situation ist brenzlig. Es ist wie ein Pulverfass, was kurz davor ist zu explodieren. Wo bleibt der Befehl, um loszuschlagen? Ich würde allerdings kurz nochmal mit Crony quatschen wollen. Denn Crony kann ja jetzt Kontakt zu Dex aufnehmen. Das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an diesen Film mit Johnny Depp, der sich auch irgendwie in so eine Gerätschaft reinbringt, sein Hirn oder so, und dann als KI handelt. Ein bisschen erinnert mich das jetzt dran. Dex ist ja jetzt eigentlich ja mit eingebunden. Ja. In den Former sozusagen auch. Dex, kannst du mich hören? Dex sagt, laut und deutlich, Vater, aber irgendwie hörst du dich so besorgt an. Hast du mir etwa nicht zugetraut, dass ich es hinkriege? Das ist er. Das klingt nach meinem Sohn. Es funktioniert also tatsächlich. Wie geht es dir da drin? Dex sagt, es ist etwas ungewohnt, weil ich meinen Körper nicht spüre. Aber es ist faszinierend. Du glaubst ja gar nicht, was ich hier im Cyberspace alles sehen kann. Es ist einfach überwältigend. Was ist mit Cassandra? Dex sagt, sie hat sich abgewandt und es aufgegeben, die Kapsel anzuzapfen, in der ich stecke. Aha. Dex sagt, aber wer weiß, vielleicht versucht sie es später noch einmal. Lass dich nicht erwischen. Dex sagt, okay, ich muss mich aber jetzt hier weiter mit den Schaltkreisen und Algorithmen von Alphara beschäftigen. Ich verstehe das alles noch nicht so richtig. Aber Alphara ist ja auch nicht unser Ziel, nicht wahr? Ich muss herausfinden, wie ich an Cassandra herankomme. Sei besser vorsichtig, dass sie dir nicht das Gehirn röstet. Dex sagt, hahaha, das ist lustig. Nein, ich pass schon auf. Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Stand by. Okay, bisher klappt alles, ha? Huh? Keine Komplikationen. Na, schauen wir mal, was Dex draus macht. Gut, Vadek. Dann. Wo bleibt der Befehl, um loszuschlagen? Attacke. Vorrücken. Wie in alten Zeiten, nicht wahr? Und los! Endlich, mein Traum wird wahr. Ich fighte endlich wieder mit Papa zusammen. So, gut. Wir schauen erstmal, wo der Boss ist.
nicht. Kurator, da hinten ist er. Auf geht's, Leute! Ich weiß, ich mache es mir relativ leicht, aber wer kann, der kann. Au, hey! Aus! Na komm, renn nicht weg, Feigling. Stell dich. Dieser Prinzipal hat es hinter sich. Wer ist der Nächste? Okay. Machen wir hier nochmal sauber. Dann gucken wir mal, wie sich die anderen anstellen. So. So, was geht hier ab? 3 gegen 1. Habe ich euch das so beigebracht? Ich weiß ja nicht. Ah, schaut mal Crony an. Der mischt hier richtig auf. Der verteilt hier richtig Hiebe. Okay, Papa fightet auch ganz gut. Myra, was ist mit dir? Komm. Geh mal ein bisschen rein ins Geschehen. Oh, jetzt hat Nasty richtig Bock gerade. Die hat gerade richtig Lust drauf. Ich glaube, Nasty ist auch so eine, wenn die kämpft und so, das macht sie auch schon so ein bisschen geil. Würde ich mal behaupten. Ja, Leute. Was ist jetzt? Zu 4 gegen 1. Ja, also Nyra war ein bisschen passiv, finde ich. Der Rest hat sich ganz gut geschlagen. Aber wir haben noch einen, oder was? Den da hinten. Na gut, mache ich den Tracker schnell weg. Den da oben auch noch. Wenn wir schon dabei sind. Okay, cool. Als Belohnung gibt es ein bisschen Chili, Plasmazellen. Ich will es. Ja, Leute, gut geschlagen. Nyra, wir quatschen dann nochmal. Kann ich jetzt eigentlich mit dir weiterhin quatschen? Solange die. Nein, okay, ist ja gut. Wir halten die Stellung. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich meinen Beitrag leisten kann. Geh nun und beende es, mein Sohn. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Krawall im verseuchten Gebiet. Wo ist das genau? Hier. Wieso kann ich die jetzt... Kann ich die nicht mehr mitnehmen? Schau mal, die sind ja gar nicht so weit weg davon. Kann ich die jetzt nicht dazu überreden, nochmal mitzukommen? Es macht viel mehr Spaß zu kämpfen in der Gemeinschaft. Als alleine, es ist halt einfach so. Ich schau nochmal hoch, keine Ahnung. Also wenn ich jemanden dazu bewegen kann, mir ja zu folgen, dann die Truppe da oben. Kaya, Tialk, Fox. Sind auch relativ nah dran am Geschehen. Dennoch Bock, bisschen kämpfen. In diesem Verseuch. Okay, hier gehe ich nur einmal durch. Später, Kollege, später. Jetzt gibt's erstmal die Hucke voll in Marakor. Darum geht's aber der Sache hier, oder? Die Hucke voll im Marakor. Im Moment nicht. Jetzt nicht, wir sind... Oh Mann. Ist das lame. Na gut.
mache ich das halt wieder alleine. Ich meine, die stehen eh alle so schön da. Alter, das sind aber schon echt viele. Wieso kriege ich das nicht? Ach so, das sind ja die Separatisten. Ich Noob. Das sind ja meine Boys. Ja, manchmal, Kinder. Ihr wisst ja. Stehe ich auf dem Schlauch. Und so ist es wieder einmal soweit. Wir sind bereit und warten auf deinen Befehl, die vor uns liegenden Stellungen der Skyans anzugreifen. Alter, geil. Vorrücken. Vorrücken. So sei es. Los geht's. Alter, was eine Truppe, oder? Ich glaube, da brauche ich gar nichts machen. Dann mache ich jetzt nur schnell den Boss kaputt. Und dann gucke ich mir das Geschehnis an. Boah, wie viele das sind. Vator, Hetzer. Harak, da drüben steht er. Das ist eigentlich immer derjenige, der sich gar nicht bewegt, ne? Ja doch, jetzt hat er sich schon bewegt. So, machen wir den mal wieder zwischenzeitig. Alter! Stopp! Halt! Und noch einen Energy Drink. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Beste Waffe. Ist einfach so. Okay. Relativ unsterblich oder nicht? Meine Pflicht ist getan. Dieser Prinzipal ist erledigt. Wer ist der Nächste? Ich habe fertig. So, ich gönne mir jetzt erstmal noch ein Schlückchen hier und guck mir das an. Das Spektakel. Okay, wen haben wir denn hier? Ja gut, das sind halt die ganzen Anhänger der Separatisten. Wo ist es nochmal? Mein Boy. Sestak, steh auf. Komm. Lass dich nicht unterkriegen. Auf geht's. Schön drauf. Seht 2 gegen 1. Das schafft ihr. Okay, welche Taktik wir da anwenden? Oh, schön von hinten. Oh ja. Darauf steht er. Oh, da kassiert ihr wieder ein bisschen. Da haben sie jetzt alle gerade kassiert, hä? Huh? Jawohl, Sestak. Der war schön. Ein richtig schöner Schwinger. Auf geht's, weiter. Das darf ich mir jetzt auch mal rausnehmen, zuzuschauen. Ne? Okay, cool. Haben wir alle. Das hat Spaß gemacht. Dieser Teil des Landes sollte nun sicher sein. Jetzt gilt es, das Zentrum auszuschalten. Wir halten hier die Stellung. So, ich glaube, das war es jetzt erstmal mit Unterstützung. Wir haben jetzt hier noch 2 Quests. Dex sucht weiter nach Cassandra im Cyberspace. Ich muss Geduld haben. Dex wird sich mit Hilfe meiner Drohne melden, wenn er etwas findet. Das ist halt jetzt die Frage. Ich hätte Crony halt echt gern dabei, ne? Nicht Crony wieder mit einpacken? Ich würde nochmal schnell versuchen, ob ich Crony irgendwie mitnehmen kann. Wenigstens er, weißt du? Das war ja im Grunde unser treuerster Begleiter hier. Die Maschine konnte ich mich immer verlassen. So, wo waren die jetzt nochmal genau? Geradeaus durch, okay. Ah ja, cool. Mitkommen. Geht sogar. Geil. Bin ich wenigstens mit Crony unterwegs. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. So, aber er gibt jetzt noch nichts Neues von sich wegen Dex. Ich dachte vielleicht durch den Angriff.
Das heißt, wir werden uns jetzt hier mal alleine gegen Clark schlagen. Klack. Da hätten wir jetzt noch irgendjemanden als Verbündeten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben alle jetzt abgearbeitet. Jetzt muss ich jetzt alleine machen, ha? Huh? Komm, du willst es doch. Willst du eine Trachtprügel? Kriegst du eine Trachtprügel. Ah, Ausdauer lässt grüßen. Aber geht noch. Da habe ich jetzt irgendjemanden vergessen. Könnte sein, Leute. Ich mache das jetzt alleine. Los, Crowley! Das schaffen wir! Einfach schön draufhalten, Crowley. Und Last Hit. Ein okay. Prinzipal weniger. Den Rest machen wir mal so platt. Gewesen sein. Ich sollte Tiag darüber. Bro, ich bin da. Pump Connection. Ah, dann kommst du auch noch her, wenn du willst. Du stehst zwar eigentlich nicht auf der Abschussliste, aber auch du bekommst meine Liebe zu spüren. Ach, da hinten hat sich auch noch einer versteckt. Der Lümmel. Du warst anscheinend der cleverste hier. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Clark ist tot. So, sehr schön. Damit ist das Elex auch wieder komplett aufgefüllt. So, passt. Ich muss jetzt nochmal zu... Hä? Das ist Tiag da vorne. Und mit Zestak jetzt nochmal quatschen? Das war saudämlich. Sollte nicht aufs Handy schauen, ne? Dieser Teil des Landes sollte nun sicher sein. Wir halten hier die... Na, okay. Crony, bei dir schon was Neues? Na. Okay. Ich klappe jetzt die einfach nochmal ab.
Ach, hier habe ich noch vergessen, einen zu looten. Deswegen. Na gut, Freunde, würde ich mal sagen, machen wir mal an dieser Stelle hier erstmal Schluss mit lustig. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mir und meiner Crew hier einen Daumen da lasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.